Platzsieger in der Mitte. Was war ihr Last Pick? Habe ich noch nicht gesehen. Ein Tinker. Ugh. Ein Tinker. My blade sings for blood. Einen richtig guten Tinker-Counter haben wir nicht. Oh naja, kriegen wir schon hin. So. Another thrilling match awaits us. It's in the bag. It's in the bag. Wir haben aber ein bisschen Gap Close. Mit Mirana, mit Pangolier, mit PA. Ein paar Möglichkeiten haben wir also schon. Tinker, Tinker, Tinker. Auch Zeus überlegt. Das wäre jetzt gegen Tinker besser gewesen. Oder Tinker hat Last Pick gehabt. Vielleicht hat er auch keinen Tinker gepickt. Oder. Wer weiß das schon. Auf ihrer Offlane sind Underlord und Skyref wahrscheinlich. Ich habe irgendwie gedacht, dass der Skyref in der Mitte wäre. Jetzt warten wir mal auf den Tinker. Und wir haben den Best Free Agent Support EU West im Team. Da haben wir praktisch schon gewonnen. Was soll da noch schief gehen? Nichts, würde ich sagen. Und da ist der Tinker. Dann können wir auch weiter spielen. Der gute Laserquatsch. So. Hier soll er nicht beim Deny lasern. Last Hit lasert. Das nervt nämlich mehr tatsächlich. Blood is in the air. Schön, das First Blood. First Victor. Blade Mail ist hier ziemlich gut in dem Spiel. Gegen Sky, gegen Tinker, auch gegen Underlord nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich.
Das läuft ja ganz vernünftig in der Mitte bisher. Als nächstes dann die Boots. Don't fucking take damage, man. Don't fucking take damage. Blood is in the air. Jetzt mal die. Vielen Dank. Die Facebook-Zähne, ich glaube schon. Ich stack mir mal das Camp. Sind wir schon komisch zurückgegangen? Sag ich letztens schon mal. Manchmal gehen die so komisch. Zurück. Dass die einem irgendwie nur so 2 Sekunden folgen. Ich bin nicht ganz sicher, warum das liegt. Das ist sehr seltsam manchmal. I'm on my way top. Blood is in the air. Kill him. Our thing. The two guys. 12. Heal yourself up. Yeah.
Your bottom tower is under attack. Give me vision. Not yet. I'm not ready. It's not I thirst. Not yet. Your bottom tower is under attack. TP brauche ich nicht noch eins. Zu mehr erstmal nur ein Clarity. Dann will ich erstmal Damage haben. So defensiv muss ich hier nicht spielen. Jetzt diesmal stack ich die. 10 Minute. Outposts und Bounties. It's not time yet. Ich komme hier. Ja, diesmal sind sie vernünftig mitgekommen. Spinne. Not yet. I'm glad for the guy. Blood is in the air. Support comes bottom. I can make a rotation too, and we can easily kill there. Taking damage. Your middle tower is under attack. Gold. 30 Sekunden, bis mein Rupture wieder ready ist. So ein bisschen farmen. Just ready again. Can we get a TP bot? Okay. Good job.
Rupture auf Kulan ist. Bisschen farmen. Wieder als nächstes baue. Jetzt fahr ich hier. Slark ist hier. Amazing what you found laying around. This should make my life easier. Your middle tower is under attack. Sehr nice. Your top tower is being attacked. Ich dachte, dass mir da vielleicht in der Nähe bleibt, um halt dann Ulti zu drücken. Not yet. Aber wollte nicht. Der Best Support EU West. Wenn wir so Ults traden, der Slark und ich. Ist das okay? Weil er halt zurückgeht zum Farmen und ich weiter farme. Let's go for him. Go, 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 go. I'm not ready. Not yet. Good job. Aber mit jedem Rupture einen Kill suchen. Und gutes.
win. Gelasert. Ah, ich bin unvorsichtig. Boah, ich will nicht die Taudin einlassen. Den Schwein. Wo der Taudin hat und ich sterbe. Hä? Ist der Tau nicht drin? Da stehst du bloß nicht drin. Dafür brauche ich mein BKB, wie man gerade gesehen hat. Schön gespielt. Wollte nicht mein Blade Mail dafür einsetzen. Ich brauche mein BKB, damit ich nicht die ganze Zeit gelasert werde und dann wie ein Depp dastehe. Dann hätte ich den Schwachkopf nämlich gerade gekillt. It's not time yet. Not yet. Jetzt laufe ich gerade ein bisschen im Kreis. Ich fahr mal BKB. Black King Bar. Let me heal up. Sorry.
Ich dachte, wir kriegen ihn vielleicht ohne, dass ich mein Ult nutzen muss. Ich kann nicht was vom Chat lesen, weil ich gesehen, dass gerade ein paar Fragen im Chat standen, aber kann mich gleich mal drum kümmern, sozusagen. Ich muss jetzt ein bisschen konzentriert sein. Ich werde jetzt die Bounty die ganze Zeit hin und her, jetzt gehe ich mal wieder zurück. Okay, schon dead. Not yet. Bottom tower being attacked for the twins. Hochheilen. I'm not ready. Ja, Ward. It's not time yet. Wem gehörten denn die Wards, die da lagen? So ist ein Strange Card. Kettles. Not ready. I first
Einen Stark nicht bekommen, leider. Aber trotzdem das andere gekillt und einen Buyback bekommen. Und einen Wardog-Ult. Nicht so schlecht. Der findet so viele Neutral Items, der Pangolier. It's not time yet. Amazing what you found laying around. Your bottom tower is under attack. It's not time yet. Die Winter's Curse ist jetzt leider nicht viel. Cast Range mal Lifesteal. That's not good. Ja. Für Mirana läuft es noch ganz gut und für den Pangolier auch. Okay. Ah, die läuft jetzt ganz gut. Aber dann kann man eben. Ich mal das Link ins Weg machen und dann wahrscheinlich entweder ein Butterfly oder ein MKB. Das war es eben nicht wert. Wollte ich unbedingt noch den. Not yet. It's not time yet. I'm coming here, but you should have manned up, man. Just fucking man up. You are a fucking fear. Das hätte man uns halt schenken können, gerade, dass irgendwie. Dass am Ende die PA dann noch reinwackelt. Ich
Don't go next time when Kay is already dead. Not yet. Like, we run into their territory when we have no vision and PA is already dead. That was just suicide. Yeah, PA died there needlessly, but don't go after she's dead. Also, PA needs a BKB. Like, she needs a ready. Mein BKB war ein bisschen verschwendet gerade, aber es ist eh schon auf 5 Sekunden runter, von daher ist nicht so schlimm. Ich könnte einfach direkt auf einen Abyssalblade als nächstes gehen. Hab ich was durch BKB geht. Nochmal ein Jump. Ultim. Mache ich oder eine Whistleblade. Mache ich ein bisschen Tank hier, was auch nicht schlecht ist. Can you get vision on the road if the fucking Diwar? Can you take this back? I'd like not to lose my top tower as a thought you radiant structures. I suggest you get over there right away. Your top tower is under attack. Your top tower has been destroyed. It's not time yet. Why are you going, man? Okay, I'm going because you're going for nothing. Listen. Das erste, was ich von PA gehört habe, irgendein Geblubber. Let's just make sure we keep the outpost for the 40 minute XP and gold, and then we will go for Roche or make another move. I got Roche. Oh, okay. Das verpasst. Weil ich irgendwie auf bestimmte Sachen habe ich eigentlich drauf gecheckt. Okay. Let's take the 40 minute outposts. A lot of gold and XP. And then we fight afterwards. Okay, we just keep the lanes pushed. Take the XP and gold and then we go for a fight.
And we have quite an advantage. No, no, not now. Just wait. Just be patient. Coming top, roll. I think we lost. Not yet. I am running, but we will not be hit there. No, no, that's wrong. They have hit me. I'm not ready. You can just take this PAP and take this now. Now, yeah, we're coming. Just go on. Good, I'm running. Did you see me? Just fucking get fucking smoke. Stop running at the map. What? Get the smoke and go fucking gang, then we have fucking Russia. Dude, what's up? Good job. Take this. Don't follow them, just fucking go this thing. Okay, yeah, push. I'm not ready. It's not time yet. Not yet. Ah, der stirbt daran leider nicht. Ah, wir hätten es gefährlich, den Warlock da zu fokussen. Ich wollte ihn halt killen, aber hat er dann Golem dadurch noch gedroppt. On death. Dürfen zumindest nicht mit mehreren da stehen. So, ich will mich jetzt nicht zurückkaufen. Und anders dann hier gewesen hätte ich es nicht gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass wir dann danach so auf die Nase bekommen, ehrlich gesagt. Wunderwaffen-Ulti ja ganz am Ende. Ich weiß nicht genau, ich habe noch keinen guten Wunderwaffen-Ulti gesehen. Ich glaube, es ist gar nicht der best Free Agent Support EU West irgendwie. Habe ich das Gefühl. Als würde es gar nicht stimmen. Leider noch keinen guten Winter beim Ulti gesehen. Sehr schön, das war gut. Gold.
I'm not ready. Take this outpost back. Good job. Nice reaction. Okay, let's push. PA, push mit. Push in. Muss ich mal kurz ein bisschen hochheilen, wenn es geht. Spiel. We got two buybacks, just get out. Not yet. I'll see him. I'll see the fucking tinker. Somebody will show up here probably. Oh, never mind, Tinker's bottom. Mann, die Winter Wyvern Ultis. Das sind bis jetzt leider immer Grütze. Da hätte ich es sofort gebraucht, um mich zu retten. Und was anderes. Macht. Oder hätte er es auf den Slark gemacht. Ja, was gut gewesen. Wer macht's? Yeah, I don't know. Ja, ich habe echt noch keinen einzigen guten Winter Wyvern Ulti gesehen. Yeah, go, 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 go. Hat das Flicker. Das Flicker.
Let's get this outpost. Go, 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 go. I have it. Also ich ganze Zeit gestunt. Careful guys. Ja, so bist du vielleicht schon gut. We just spoiled the time for the catapults to hit the tower. Get top tower. And this out, it's outpost. We didn't get the tower yet. Just hit it. Can you hit it? We have enough damage. Yeah, thank you for joining me. Wie viel Agility gibt es? 20. Illusion. So we got two buybacks, especially of Slark. So if we kill Slark again, quite a good position. In the bot area. Maybe we get him here. Go, go. Kill this ship. Nice. Mid. Come on, join me, guys. Man, I can't
Für den Tinker. Bitte Buildings. Das liegt, ey. Get bottom. Nice, nice, nice. Okay, end the game. Job, guys. Mitte läuft, im Moment läuft es in der Mitte ganz gut, aber es ist halt auch weiß ich nicht. Moment, ich habe jetzt letztens durch Zufall ja einmal Mitte bekommen und dann dachte ich, na gut, dann spiele ich halt irgendwie Mitte und seitdem läuft es eigentlich ganz gut. Das aktuelle MMA ist auf Core ungefähr 4450. Mal, also ein bisschen drunter, 4450 ungefähr. Abgesehen vom Tinker hat der Platzsieger-Pick aber echt gut reingepasst gegen Tinker. Das ist ein bisschen nervig. Und, aber ansonsten. Analog war noch ein bisschen tanky. War ganz vernünftig gespielt. Irgendwie waren ein paar komische Vibes zwischendurch im Team, aber insgesamt hat es gepasst. Der Pengoli hat richtig gut gespielt, auch gute Kommunikation. Das können wir nochmal auch commenden. Kommunikation mag ich mal gern. Gut spielen und gute Kommunikation. Winter Wyvern hat, glaube ich, insgesamt ganz vernünftig gespielt, aber 4/5 der Ultis waren echt für die Hose. Das war nix. Ansonsten, weil nochmal vorhin über Radiance gesprochen oder gefragt wurde, hatte ich auch überlegt, aber ich wollte, ich finde Blade Mage einfach so stark, hier gegen drei Helden, gegen Skywrath richtig stark, gegen Tinker richtig stark kämpfen und Slark ist auch ganz gut, um ihn davon abzuhalten, nachher einen einfach zu hitten, auch im Ult vielleicht, wenn er schon ein bisschen Low HP ist, deswegen ist mir ganz gut gefallen und BKB ist unglaublich wichtig, also Radiance baue ich ganz gerne, aber ich brauchte, ich fand, dass Blade Mage hier so gut ist und BKB so nötig, dass jetzt nach dem Radiance ein bisschen arg spät gekommen wären, die Items. Ansonsten baue ich sehr gerne Radiance auf Platzsieger. Das Timing wäre, glaube ich, okay gewesen. Ich hätte einen ganz guten Farm. Ich hatte eine richtig gute Laning-Phase und habe das eigentlich auch fast die meiste Zeit beibehalten. Von daher wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen. Aber ich hatte in diesem Spiel speziell Blade Mage und BKB im Auge, dass ich das schnell haben wollte.